Morgen begeben wir uns ins Torok-Gebirge. Dies ist die letzte Rast für einige Zeit. Ruhen wir uns aus. Mädchenstimme. Ja! Nein! Rettet uns! Schwester, nein! Okay, der Schrein hat sie ja für uns übernommen. Was war das? Was ist passiert? Ach du, tut mir leid. Ich hatte einen fürchterlichen Traum. Du hast mir Angst gemacht. Dieses Schrein. Wovon hast du denn geträumt? Von Kind an träume ich immer dasselbe. Ich werde in einen riesigen glühenden Spalt gesaugt. Um mich herum sind Menschen, die mich zu kennen scheinen. Sie versuchen verzweifelt, mich zu retten, aber es ist zu spät. Was für ein verrückter Traum. Meine Träume sind alle so langweilig. Ich würde gerne mal von einem hübschen Fremden träumen. Ich dachte, sie wären mit Amon zusammen. Was? Wovon sprechen Sie da? Aber jetzt müssen Sie schlafen. Vor uns liegt ein anstrengender Tag. Ja, gut. Meine Güte, diese Raben oder Vögel, Geier, was da im Hintergrund war, was das für ein Traum. Okay, wir sind in einem neuen Dorf. Das ermöglicht natürlich so vieles, aber erstmal holen wir den Rest auf unsere Stufe hoch. So, und zu dem sage ich jetzt gar nichts mehr. Okay, so, wer fehlt denn jetzt noch? Kira auf jeden Fall wird zum Skylord. Nice. Natürlich möchte ich das. Ja. Ja, ist richtig. Skylord, das klingt gut. Oh, ein Himmelsfürst, eine Fürstin, eine Amazone des Himmels, yeah. So, die Grog ist, Dolan ist, Amon ist, sie ist, Darius fehlt noch, auch zum Skylord natürlich. Ja, möchte ich, ja. Okay. Er sieht ganz lustig aus. Mit seinem Jetpack, ha? Ist bestimmt so ein Ingenieur mal gewesen oder sowas. So, nochmal alles durchgehen. Aber ich glaube, wir sind hier wirklich alle jetzt aufgestiegen. Ja. Sehr schön. Nein. Das war's auch erstmal. Also, ich meinte, dass es für längere Zeit jetzt die letzte Pause ist. Also, jetzt habe ich hier so schon so einen Skylord im Hals. Also sollten wir uns noch gut eindecken. Guten Tag, was wünschen Sie? Entschuldigt mein stinkiges Hemd, aber ich schwitze wie die Sau hier in der Gegend. Ja, und wem interessiert das? Ich klatsch dich gleich aus deinem Hemd, denn hängt dein Schweiß an der Wand. Okay, Weapons. Okay, bessere Schwerter und sowas haben sie hier gar nicht da. Was ist denn das schon wieder für ein Scheißladen? Armor. Haben sie auch nichts. Items. Auch nur den Live-Orb. Okay, wir machen aber erstmal ein bisschen Mega-Herb. Refreshing. Dolan bekommt ein... Zohar bekommt ein... Ja, und das war's auch schon wieder. Wir können hier gar nichts machen. Wir haben 39.000 Gold und können nichts machen. Das ist bitter. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen. Halt die Fresse, du Penner.
Okay. So, jetzt schauen wir aber mal die Items, die wir eingesammelt haben, diese schönen. Und zwar haben wir da, ja, Waffe nicht, Armor, L-Mask und Plate-Armor. Plate-Armor. Ja, ganz klar, wer das bekommt, unser Ash, aber L-Mask, was ist das? Nee, Besitze möchte ich nicht übertragen. Eigentlich möchte ich mich ausrüsten. Können wir das direkt von hier? Plate? Ja, können wir. Okay, das ist für unsere Krieger gedacht. Kira müssen wir noch nachrüsten. Darius hat die S-Lanze. Und Kira müssen wir auf jeden Fall noch nachrüsten. Ja. Wir geben echt natürlich die Plate. Und die L-Mask. Das ist für Magier und... Und Bogenleute, auch für Hawk Knights. Okay, jetzt ist natürlich die Entscheidung schwer. Wer bekommt's? Am besten der, der am meisten Defense davon hat. Und das ist Kira momentan. Ja. Dann bekommt's Kira. So, dann braucht Kira aber jetzt noch eine schöne Rüstung. Ja. Guten Tag, was wünschen Sie? Eine Rüstung, du stinkendes Schwein. Am besten Scale. Ja. Passt ihm sehr gut. Ja, den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. So, das haben wir. Waffen, genau. Und zwar den Speer, nicht die S-Lanze, auf jeden Fall. Kira. Ja, den Rest kannst du behalten, du Stinkbeutel. Steel Claw? Ne, haben wir schon. Okay, das war's. Wir können hier... Ja, genau. Wir können hier gar nichts machen. Was denn das für eine vermaledeite... Ah, die Gegend gefällt mir hier. Schöne Häuser, ein schöner Brunnen. Eine schöne Mühle, wo morgens... Wenn der Morgentau auf die Blätter fällt, schön frische Brötchen gibt. Dann gehen wir in die Taverne einsaufen, würde ich sagen. Talk to Gastwirt. Oh, dies ist die letzte Stadt an der Grenze. Doch der Legende nach soll es darüber hinaus noch eine magische Stadt geben. Das klingt schon mal gut. Mann. In dieser Gegend sollte man vorsichtig sein. Wir haben hier Monster und Gauner aller Art. Ja, alter Mann. Im Torok-Gebirge wohnen die Götter. Machen Sie besser Ihren Frieden mit ihnen, ehe Sie sich auf den Weg begeben. Na, nimm du mal lieber deine Maske aus dein Gesicht oder was da immer drin hängt. Okay, das war's schon. Liefbar. Okay, wir können hier gar nichts machen. Absolut gar nichts. Gut, dann safen wir unseren Stand nochmal, wo wir alles gekauft haben. Zack. Und moven uns in Richtung Dorf verlassen. Okay, so, schauen wir uns Torok Mountains. Okay, ab zu den Torok Bergen. Meister Zohar, sagen Sie uns bitte, was wir Ihrer Meinung nach in dieser Gegend finden werden. Meine Haare sagen mir, die Nachkommen des verlorenen Volkes. Verlorenes Volk? Meinen Sie wirklich das? Kopf hoch, wir haben Gesellschaft. Natürlich haben wir Gesellschaft. Ach, Kane, dieses Drecksschwein. Schlemmbad, sehe ich dich wieder. Dies wird ihre Grabstätte sein. Das haben schon Stärkere gesagt. Ach du meine Gute, kurz. Ich werde diesen Schnee mit ihrem Blut karmesinrot färben.
Wir sind umzingelt. Sabina, Meister Kane, es gibt schreckliche Nachrichten. Was ist denn, Sabina, hä? Ein Bote kam an. Der Kaiser ist tot. Was? Vater ist tot? Er soll von Terroristen ermordet worden sein. Vater, ich kann es nicht glauben. Ich muss in die Hauptstadt, um mich zu überzeugen. Kurz, kümmern Sie sich um meine Stelle um Ash. Mit Vergnügen. Okay, Kane hat mitbekommen, dass sein Vater gestorben ist, beziehungsweise nachgeholfen wurde. Von wem auch immer. Okay, wir müssen Kurz umbringen. Ja, Kurz werden wir kurz und schmerzlos aus seine komische Rüstung klatschen. Was hat er denn überhaupt für Stats? Kommandantenhelm, P-Claws, Commander Armor. Okay, machen wir kurz einen Prozess mit Kurz. So, was wird durch den Hebel eigentlich ausgelöst hier? Wir haben hier eine Menge Hawk Knights. Wir haben hier, was ist das? Ein Krieger und ein Priester. Da auch schon wieder eine Menge Hawk Knights. Weiter nach hinten geht's nicht. Okay, also kommen wir in erster Linie erstmal gar nicht hoch. So, ich würde sagen, es gehen erstmal die vor, die die fetteste Rüstung haben. Moment. Hier sind ja auch noch welche. Ah, total übersehen. Auch ein Priester, was sind das? Okay. Also da können wir wahrscheinlich kurz einen Prozess machen. Vielleicht müssen wir mal schauen, ob Eleni da hinkommt. Eleni wird moven. Action, Magic, natürlich. Was ist Breed Force nochmal? Ah, das geht nur bei mir stehen. Poison Cloud. Wenn wir erstmal alle vergiften, würde ich sagen. Ah, oder wir machen Face Shift. Wir vergiften erstmal alle. Er spürt Elenis Klaue der Verseuchung. Nummer 1. Ah, das ist eine Mrs. Okay. Nummer... Nein! Na, das gibt's doch nicht. Okay, 2 von 5. Na gut. Es reicht für ein Level Up. Und ein neues Biom hier. Wir sind jetzt etwas in einer winterlichen Region. Schneefall. So, ich denke, die können erstmal aus der Entfernung sowieso nichts tun. Zoha muss ran. Er bleibt mal einen Schritt zurück. Zum Faceshift sollte das supermäßig ausreichen. Sehr schön. Die ganzen Wächter werden jetzt erstmal aus der Map fegen. Also zumindest die Hälfte sollte das... Ja, knapp. Ja, bei ihm nicht so. Sehr schön. Die Erfahrung hast du dir verdient, Zoha. Mein Freund. Also mit der Zeit habe ich die Charakter richtig... die ganzen Charaktere richtig lieben gelernt, muss ich sagen. Ich finde jeden top. So, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen. Was machen wir mit den Priestern? Diego? Ja. Wir gehen erstmal volle Kanne auf den Priester. Vielleicht reicht es. Es sollte reichen. Ja, reicht auch. Sehr schön. Müssen wir irgendwie... auch irgendeine Mauer errichten am besten, damit unsere Magier jetzt nicht gleich weggeklatscht werden. Sehr schön. So, der Heiler ist erstmal Geschichte.
sagen, so grob. Wir können natürlich versuchen. Ja. Grog ein bisschen an die vorderste Front mit Dolan zu schicken, weil die halten einfach am meisten aus. Ja. Machen wir. So, wo kommen die denn überall ran? Die kommen bis zu Eleni. Er auch. Also nur einer. Okay. Ich weiß nicht, wer angegriffen wird jetzt. Deswegen heben wir uns den Perfect Guard mal auf. So, kommst du noch irgendwie? Kannst du hier noch irgendwas an magischen Schaden verteilen, liebe Sarah? Thunderflash. Okay. Das ist jetzt natürlich kritisch. Es kann passieren, dass alle auf Sarah jetzt gehen. Gefällt mir nicht so die Idee. Moment. Können wir hier noch Unterstützung hinschicken? Ja. Kira, wie weit kommst du? Du kommst nicht so weit. Okay, Huxley kann eventuell dann noch was machen. Wir riskieren es jetzt einfach. Und das müsste ja eine Menge Schaden eigentlich machen. Okay, drück mir mal das Däumchen. Sarah, dein Auftritt. Oh! Ach du meine Güte, Sarah klärt. Sehr nice. Na gut, dass wir zumindest hier einen Ninja dabei haben. Okay. So, das war die hintere Front. Ich weiß auch leider nicht, was passiert, wenn wir den Hebel drücken. Ich schaue kurz nochmal den Boden ab, nach irgendwelchen Auffälligkeiten, die wir eventuell einsammeln könnten. Nein, scheint aber nicht so. Gut, dann wird... Ja. Kira wird jetzt erstmal... Sie bleibt erstmal darauf stehen, sofern... Ah, okay, sie haben Bogenschützen. Zwei Bogenschützen werden wohl nicht ausreichen, hoffe ich mal. Nicht, dass wir diesen Zug jetzt bereuen. Ash kommt mit. Genauso wie Clint. Und der Rest kommt auch jetzt noch mit vor. Nein, wir sollten nicht auf einen Fleck stehen. Ich glaube, der Magier kann bestimmt irgendwas Flächenmäßiges. So, da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Bogenschützen auf Kira gehen, geben wir ihr noch ein Müsli-Schild. Okay. Kurz. Ha! Kurz. Dein Name ist wirklich Kurz. Okay, ihr seid dran. Okay, der erste geht auf Darius. Wie bitte? Nein. Komm, schütz dich, Darius. Komm schon. Oh, oh, oh. Ah, fuck. Ihr Biester, das werde ich nicht vergessen. Okay, mit Darius hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Okay. Aber das macht nichts. Ein Verlust geht noch. Ich bin eher gespannt, was der Magier machen wird. Ja, bewegt euch erstmal alle nach vorne. 180 HP. Die machen noch gar nichts. Kurz macht auch nichts. Okay. Gut, Fakt ist, wir holen erstmal alle von hinten wieder nach vorne. Genau. Diego kommt auch mit.
Eleni. Hinten haben sie auf jeden Fall schon mal sehr gut geklärt alles. Ja, in einem Zug wirklich alles weggebächt. Sarah hat natürlich ihren Löwenanteil geleistet. So, okay. Immer hinterher. Gut, so, dann schauen wir mal, was wir hier an der Front jetzt überhaupt machen können. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir uns zurückziehen, um nicht von allen Seiten zu attackiert zu werden. Ja, machen wir. Genau das machen wir auch. Ja, richtig. Ash geht hier hin. Und Clint geht hier hin. So, wie weit können die Leute hier laufen? Kommen sie schon ran an uns? Nein, kommen sie nicht. Das ist schon mal sehr schön. Nun weiß ich aber auch nicht, was passiert, wenn wir den Hebel hier drücken. Kann natürlich sein, dass dann die Plattform vielleicht runterfährt. Oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob wir danach noch laufen können. Gucken wir mal. Was passiert? Zum Kuckuck, die Brücke ist... Kruzitürken. Was? Wer hat den Schalter gedrückt? Eine Explosion. Explosion! Wow. Eine Explosion? Ha! Uff, ich falle. Wow, es geht abwärts. Aufpassen, den Schalter noch nicht drücken. Ach du meine Güte. Wie sollen wir das bitte jetzt hinkriegen? Wir haben keine Heilung, wir haben gar nichts. Okay, das konnten wir nicht wissen. Daher... Nein, dann machen wir gleich nochmal neu starten. Weil, das wäre jetzt Wahnsinn. Man könnte es versuchen, aber... Zu viel, da ist ein dicker, fetter Magier, da ist lauter Bogentypen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie eine reelle Chance gehabt hätten. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir das auch etwas beschleunigen. Eleni macht jetzt ihren Face Shift. Anstatt Poison Cloud. Ja, sehr schön. Ja. Okay. So, und danach... werden wir mal kurz schauen, ob Sarah... Ja, sie kommt bis hierher. Macht sie natürlich ihren Thunderflash. So, damit sollte die Wächter-Sache erledigt sein. Sehr schön. Der Priester braucht jetzt noch einen Hit. Und dann war es das auch schon. Dann kann nämlich der ganze Rest erstmal rüber. Ja, komm, machen wir mit Armand. So. Wenn er jetzt trifft, was er tut, was er sehr oft tut, haben wir die Sache hier hinten schon mal geklärt. Okay, Fakt ist, wir müssen hier alle runter. Gut, ich würde... Ja, komm. Bis hierher. Clint kommt hierher. Kira geht in die Mitte.
Nein, Kira bleibt erstmal weiter hinten. Weil die Bogenschützen sind nicht so stark gegenüber unseren Ash und Clint als wie über Skylords. Das hätte ich vorhin auch bedenken sollen. So gut, Soha geht auch mit vor. Bleibt in den hinteren Reihen. Ja, okay, die können nicht. Grock kommt auch noch mit. Diego bleibt mal hier. Dolan, die wandelnde Schrankwand. Und Huxley, ja, kommt hier außen mit hin. Okay, so, wir können nichts mehr machen. Ihr seid dran. Wir müssen schauen, dass wir verhindern, dass die Gegner den Schalter drücken, solange unsere Gruppe nicht drüben ist. Okay. Okay, die gehen natürlich beide auf ihr, aber ich glaube, das kann sie ganz gut überleben. Ja! Kira, nice! Auf jeden Fall. Ja, nun kommt schon alle. Nährt euch eurem Schicksal. Und da das Schwert von Ashs Urteil zu fallen. Ach, und kurz. Dabei bleibe ich. Dich machen wir kurz und klein. Und zwar ganz kurz. So, okay, weiter. Wir müssen hier so schnell wie möglich rüber. Ich glaube aber auch, wenn wir uns nur auf den Schalter stellen, dass uns da keiner angreifen könnte. Im nächsten Zug könnten sie den betätigen, das wäre nicht gut. Okay, wem stellen wir darauf? Ja. Wie weit kommen die nochmal her? Nee, die kommen überall ran. So, echt geht schon mal hier rauf. Aber mit Blick nach vorn. So, und Soha wird sich erstmal um die ersten hier irgendwie kümmern. Wir versuchen es mal mit Poison Cloud. Das ist stetiger Schaden. Ah, okay, so weit kommt er nicht. Er müsste schon bis hier ganz nach vorne. Ja. Okay, machen wir. Poison Cloud. Ja, natürlich. Ja, zumindest einer. Zwei sogar. Sehr schön. Puh. Okay, müssen wir mal schauen, dass die Leute nicht fokussieren können. Kommen die schon ran? Ah, die können relativ weit laufen. Die Bogenschützen da oben. Sollten wir uns mal drum kümmern. So, wie weit kommen wir denn mit ihm? Okay, einen müssen wir noch vor. So. Zeig mal, was du kannst. 56. 44, okay. Wir sind da immer noch ein Tickchen besser wie du. Okay. Müssen uns irgendwie teilweise ein bisschen zwischenstellen hier. Ich habe ja schon wieder ein bisschen Respekt vor dem Magier. Wenn der erstmal auspackt, dann wird es wahrscheinlich nicht so schön werden. Okay, Zoa ist von vier Seiten gerade angreifbar. Okay, im Endprodukt kommt es wahrscheinlich doch anders, wie man erwartet. Ja,
So, wir stellen uns, glaube ich, einfach hier hin mit ihm. Wir dürften denn außer der Reichweite von den Geschützen sein. Sie muss geheilt werden. Ja, wir stellen uns einfach auch mit hier hin. Ja. Ach, sie war die einzigste, die. Ach nee, und Diego. Gut, dann gehen wir hier mit einer Ultra hier Heilung rein. Sie und Diego ist das Wichtigste. Ah. So. Puh, hier im Winterland wird es jetzt nochmal interessant. Noch haben wir keine Opfer zu beklagen. Das kann sich ganz schnell ändern. Schauen wir mal. So, was macht ihr? Ja, erstmal schön Schaden fressen. Ja, so ist fein. Wem fokussieren sie jetzt? Amon? Ah, er kann schon zurückschießen, ne? Nein, doch nicht. Okay. Auch an Amon. Okay, das war keine so gute Wahl. Okay, jetzt wird's interessanter. Ja, das hätte ich mir überlegt. Das hätte ich mir überlegt. Natürlich hat der Bogen gegenüber diese Sky-fliegenden Dinger natürlich Vorteile. Ja, zu dritt werden sie es wahrscheinlich schaffen, aber das gibt auf jeden Fall Schaden für euch. Er blockt das auch noch. Ich glaub's ja nicht. Ja, er geht natürlich auch drauf. So, schütz dich. Andere Chance haben wir nicht. Ah, verdammt. Okay. Na gut. So, weiter geht's. Er nimmt natürlich Zoha. Ja. Gut, sie werden Zoha wahrscheinlich fokussieren und ihn auch besiegen können, wenn er sich... Oh, doch nicht. Ja, das war ein Fehler, mein Freund. Ach, du meine Güte, ist das ein Rumgeblocke. Gut, wir lachen mal noch nicht zu laut, weil der Magier war noch nicht dran. Ah. Ja, nice. Okay. Ja, jetzt kommt der Magier. Was macht er? Eine Person. Rolling Thunder. Okay. Okay. Puh, okay. Das ging noch mal gerade noch so gut. Was macht er? Heilt er? Extra Healing? Da ist doch gar nichts groß passiert. Ist auf dem Bogentyp natürlich. Okay. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay. So, das war's jetzt soweit. Wir gehen natürlich voll in die Menge hier rein. Face Shift, ganz klar. Hier wird alles getroffen. Na, was sagt ihr dazu? Na, nicht so viel Schaden, aber immerhin. Schön. Die Vergifteten brauchen wir gar nicht mehr zu betrachten, weil die sind dann sowieso weg. So hoch kommen wir da nicht. Wir kommen wohl nur von hinten hoch. Okay, so. Dann haben wir hier noch... Dolan wird mal hier ein bisschen das Beil schwingen.
Ja. Ist ja nicht umsonst so richtig schön gold geworden. So, den haben wir auch gut runtergenatzt. Ja, echt, steht ja gerade hier. Deswegen kann er genauso gut ihn mal einen Hit von hinten geben. Schön, okay. So, er hier, was ist mit ihm? Er hat noch ein bisschen zu viel HP, finde ich. Müssen wir natürlich entgegentreten. Okay. Und Level Up. Und der Al-Solva hat es endlich mal wieder geschafft. Auch wenn er nicht mehr so viel laufen kann. Ist ja dennoch Thema. Komm. Wir nehmen hier nochmal, keine Ahnung. Nee, da nicht. Die Poisoned, also die, die vergiftet sind, sind ja sowieso schon kaputt. Avalanche? Was ist das? Attack Magic? Keine Ahnung, was das ist. Werden wir noch sehen. Wir brauchen aber erst einmal ein bisschen Flächenschaden. Ja. Ja, ist okay. Machen wir. Spread Force! So, Wiedersehen. Und tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ah, so ist es. Okay, so, wir haben hier oben eigentlich nur noch eine kleine Truppe, die eigentlich gar nichts mehr groß machen kann, finde ich. Ja, sie kann jetzt auch gerade nichts tun. Aber Among the Pupu. Ach, kommt auch jetzt nicht ran an ihn. Na gut, bleiben wir erstmal hier. So, wenn wir erst einmal mit Huxley schauen, dass wir hier ein bisschen was geheilt kriegen. So, Clint Ash braucht ein bisschen Zoha. Grog. Ja. Hier hinten. 32. Kira muss auf jeden Fall noch geheilt werden. Machen wir erstmal hier. Nice, auf jeden Fall gefällt mir immer besser. Eine kleine winterliche Region. Wir sind ja auch mitten in den Bergen von, keine Ahnung, von Schneehausen. Nein, wie ist das? Von Torok oder so. Und Kurz müssen wir jetzt auch aus dem Weg räumen. Dallas, deinen fetten Schwabbelkollegen, haben wir schon weggeräumt. So. Was machen wir mit ihm? Kira muss sich heilen. Deswegen stoßen wir ihn mal aus seiner Rüstung hier. Und hinten natürlich, wie immer. Ja, so ist schicki. Ja, das hast du dir verdient, auf jeden Fall. Darius hat ja sonst immer den Kürzeren gezogen. Und sie muss sich auf jeden Fall voll heilen. Ja. Das geht natürlich nur mit... Ja, mit einem Herb, ist klar. Clint, okay, helf ihr mal bitte. Mega Herb. Klingt schon besser. Gut. Das Einzige, was uns jetzt noch gefährlich werden kann, oder wem, ist Darius. Ich glaube, zwei Bogenschüsse würden reichen. Gut, dann gehen wir mit ihr erstmal hier um die Ecke. Und pirschen uns so langsam ran. Ihr seid dran. Oh, ihn haben wir vergessen. Nein! Nein, 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 nein. Total vergessen. Okay.
Tut mir leid, ich kann nicht mehr helfen. Okay, das war jetzt mein Fehler. So, Magier, was machst du? Okay. Wie viel Schaden? Mit einmal wird das nichts. Das kennen wir schon. Trotzdem recht viel Schaden. Priester wird natürlich wieder... Kurz setzt du dir... Sie ersetzt sich in Bewegung. Okay, du willst wirklich kurz und klein gehauen werden, mein Freund. Bist du dir da wirklich sicher? Naja, nicht unser Problem. So, wir werden jetzt hier erstmal ein paar Aufräumarbeiten machen. Face Shift, treffen wir da alle? Ah, nicht alle. Das Avalanche würde mich mal interessieren, was das ist. Ah, das machen wir dann. Ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir hier so viel wie möglich mitnehmen. Und das geht nur mit Face Shift. Ja, zumindest die beiden. Ah, nee, komm. Dann können wir auch ganz, ob wir nun zwei oder einen treffen. Ich will wissen, was Avalanche ist. Daher rauf auf den Typen. Avalanche! Oh. Oh. Oh, eine Art Meteor. Kann man sagen. Schön, gefällt mir. Okay, Zoha hinterher. Er wird... Ja, haben wir von hier aus vielleicht eine bessere Option? Face to shiften? Ja, haben wir. Machen wir. Haben wir, machen wir. Also man merkt schon immer mehr, beziehungsweise ich merke immer mehr, dass immer mehr Magie... das Spielgeschehen kontrolliert hier. Okay. So. Wie weit kann er denn laufen? Er würde nur an Kira rankommen. Das ist kein Problem. Ihr geben wir... Perfekt. Hat Healing Wave? Ah, nicht schlecht. Okay, er kann auch heilen. Ihr geben wir mal einen Perfect Guard. Ich denke, sie sollte diese Runde dann auf jeden Fall überleben. Zumindest können wir das dadurch ganz gut testen. Mich interessiert es einfach nur, ob sie sich mehr wie einmal verteidigt. Okay, so, ja, hier können wir eigentlich gar nichts groß machen. Wir müssen uns mit Ash jetzt langsam vorbewegen. Und zwar in Richtung Kira. Nur außer der Reichweite von Kurz. Kurz wird sehr kurzlebig sein, nehme ich an. Es sei denn, er wird geheilt. So, du bleibst hier. Dolan setzt sich auch in Bewegung. Der wandelnde Metallkloß. Ah. Grog kann es auch nicht viel besser. Ist hier noch irgendwas verletzt? Wovon wir nichts wissen? Was wir übersehen haben? Nein. Clint kann noch was machen. Ah. Ah, du bleibst mal auch hier bitte in der Nähe. Okay, und los geht's. So, ich bin jetzt mal auf den Perfect Guard gespannt. Okay, Huxley ist das Ziel. Ah, das wird nichts mit euch beiden. Der Bogentyp macht gar nichts, okay. Okay, nein, nein, nein. Ich glaube, Magie kann man nicht beschützen, oder? Verdammt!
Wir hätten ihr doch heilen sollen. Ah, okay. Na gut. Da legst du dich, glaube ich, mit dem Falschen an. Deja Storm. 61, naja. Geht so, hä? Huh? So, um ihn mache ich mir gar keine Birne. Er ist eigentlich jetzt schon tot. Er weiß es nur noch nicht. Nur hier oben hätte ich gern noch ein bisschen aufgeräumt. Schon um das Geld noch mitzunehmen. So, Darius, wie weit kommst du denn? Kommt auf jeden Fall schon mal ein bisschen nach hoch. Das ist schön. Gleich mal attackieren hier. 72. Okay, für uns gibt's. Oh, sehr schön. Ja, unverhofft kommt oft. Gut. Eleni, kannst du noch irgendwas machen? Avalanche. Ja, sollte reichen. Spüre die Macht einer jungen Magierin! Und tschüss. Ja. Sagt noch jemand, wer wirft den ersten Stein? Okay, so. So, ihn werden wir natürlich... Ja. 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 Ihm geben wir eine Vierer-Action. Und danach sollte er eigentlich im Dreck liegen. Gut, dann kann der Rest hier noch ein bisschen was, ein bisschen Chaos veranstalten. Nehmen wir mal ihn hier und machen, was machen wir? Roman Fire eventuell? Ja. Ja, machen wir. Ja, ein bisschen Feuer, ein bisschen Wärme hier im Winter. Tut doch immer gut. So. Darius, ein Bogenschützentyp, ist noch halb am Leben. Kommen jetzt, glaube ich, auch gar nicht so wirklich ran, oder? Nee. Sie kann jetzt auch gerade nichts wirklich tun. Gibt es hier noch irgendwelche Truhen einzusammeln? Nein. Okay, wir würden es jetzt nur in die Länge ziehen, glaube ich. Aber wir können es natürlich probieren. Action. Wenn sich jetzt alle verbinden gegen echt, sieht es natürlich schlecht aus. Deswegen würde ich sagen, wir geben Ech. Ah nein, sie hat ja nichts mehr. Hat sie noch so ein... Nein, auch nicht. Okay. Gut, dann klatschen wir jetzt kurz weg. Kurz und schmerzlos. So, dann gibt es jetzt eine erstmal von hinten. Das ist die Retourkutsche. Oh! Das hätte er echt fast schon alleine geklärt. Kurz, ja, das war dein Leben wirklich, mein Freund. Ja, geben wir noch den Rest mit Sarah. Ich sag ja, kurz ist kurz. Stattdessen sollte es mein Blut sein. Ja. Du bist weg vom Fenster, mein Freund. You got the claws. Nice.
haben wir noch die Krallen von ihm bekommen. Und ein bisschen Knete. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel Knete. Ja, und das gefällt uns natürlich, wie immer. Der Kaiser soll ermordet worden sein? Ich möchte wissen, ob es nicht Dolph gewesen sein kann. Was meinen Sie damit? Dolph wartete auf eine Chance, an Hells Stelle zu treten. Wenn er dahinter steckt, schweben wir in größerer Gefahr als je zuvor. Hell liebte die Macht, das ist wohl wahr. Aber Dolph ist verrückt. Er ist in den Tod verliebt. Ich hielt ihn immer für gefährlich, hä? Wir müssen jetzt schneller als je zuvor sein. Ach du meine Güte, ein Verrückter.